Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silas F. Heute habe ich für euch 6 Regeln, die ihr beim Schneiden eures Videos oder eures Filmes beachten solltet. Beim Filmen ist es oftmals so, dass das eigentliche Film gar nicht den größten Part beim Filmemachen einnimmt. Den größten Part nimmt meistens die Post-Production ein, also das Nachbearbeiten des Filmes. Und bei der Nachbearbeitung ist ganz entscheidend der Schnitt, also wie wird der Film geschnitten. Und da habe ich heute 6 Regeln für euch, an die ihr euch halten könnt, die ich denke universell einsetzbar sind, egal was für ein Video man macht. Und es sind Regeln, die ich mir, sage ich mal, verinnerlicht habe und an die ich mich immer erinnere, wenn ich ein Video schneide. Regel Nummer 1. In 90% aller Fälle reicht ein einfacher Schnitt. Was meine ich damit? Wenn ihr euer Video schneidet und von einer Einstellung in die nächste wechselt, also es ist ein Schnitt vorhanden, dann braucht ihr für diesen Schnitt nicht jedes Mal eine crazy Transition oder einen verrückten Übergang, der alle weghauen soll, sondern in 90% aller Fälle reicht ein einfacher Schnitt. Und glaubt mir, einen einfachen Schnitt zu setzen, das ist oftmals schwieriger, als jetzt irgendwie eine verrückte Transition drüber zu legen, die das irgendwie so ineinander macht, die zwei Videos, und dann auch einen Übergang darstellt. Aber in 90% aller Fälle reicht es, wenn ihr einen einfachen Schnitt anwendet. Regel Nummer 2. Zeitlos übertrendy. Da fließt auch so ein bisschen die erste Regel vielleicht mit ein. Aber wenn ihr schaut, dass euer Video zeitlos wird, dass ihr einfach versucht, nicht so viel trendige Sachen mit reinzupacken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr das Video mal noch in ein paar Jahren anschaut, dass das immer noch eine Freude bereitet und schön anzuschauen ist. Da müssen wir nur nach Hollywood schauen. Filme, wirkliche Klassiker, die gibt es schon seit 20, 30 Jahren und die kann man jetzt genauso gut noch anschauen wie vor 20 Jahren. Klar, die Umstände haben sich geändert, wir leben in einer schnelllebigeren Welt, aber wenn man Filme macht, wenn man Videos macht und diesen nachhaltigen Aspekt mit einfließen lässt, da ist man auf alle Fälle besser für die Zukunft aufgestellt. Regel Nummer 3. Gute Videobearbeitung beruht immer auf gutem Material. Das heißt, wenn ihr draußen unterwegs seid und filmt oder von jemand anderes das Filmmaterial zum Schneiden bekommt, ist es immer wichtig, dass dieses Material, dass da wirklich schon alles reingesteckt wurde, was geht. Das heißt, wenn ich jetzt draußen bin, schaue ich auch einmal, dass auf der technischen Seite alles richtig ist. Das heißt, ich habe den richtigen Weißabgleich eingestellt, ich habe das Video richtig belichtet von der Helligkeit her. Das sind Dinge, wo man manchmal so denkt, ach, das mache ich dann in der Post-Production, also fix it in post, wie es so schön heißt. Aber glaubt mir, ihr werdet nachher Probleme haben, beziehungsweise an Qualität verlieren, wenn ihr versucht, solche Dinge immer auf die Post-Production zu schieben. Deshalb schaut von der technischen Seite her, dass ihr da immer schon alles vorher einstellt und einfach da die richtigen technischen Möglichkeiten und Ressourcen wählt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass ihr die kreativen Aspekte wie Bildeinteilung, Belichtung, wie ihr eure Kamera haltet, welche Achse, Position, dass ihr diese Dinge schon richtig vorne weg macht. Das heißt, in der Post-Production, wenn man in 4K filmt, das ist so eine Entschuldigung von vielen, ja, da kann ich ja noch reinzoomen. Aber ein Zoom vom Objektiv ist was ganz anderes, wie wenn ich mit 4K einfach nur künstlich das Bild größer mache. Also denkt dran, wenn ihr filmt, immer schon alles geben, dass ihr in der Post-Production noch mehr Spaß habt, ein cooles Video zusammenzuschneiden. Regel Nummer 4. Wenn ich etwas noch nicht so gut kann, dann lasse ich es lieber. Das heißt, wenn ich am Schneiden bin und irgendwie einen Effekt machen will oder wenn ich auch draußen am Filmen will, also wir waren ja gerade beim guten Material und da später nicht weiß, wie sich das in der Post-Production verhält, weil ich es noch nie ausprobiert habe, dann lasse ich es lieber und halte das Ganze lieber simpel. Lieber ein simples Video haben, wie ein Video, das zwar einen guten Ansatz hatte, aber dann nicht so rausgekommen ist, wie man es ursprünglich wollte. Regel Nummer 5. Macht Pausen. Wenn ihr Videos schneidet und vor allem auch bei der Farbkorrektur, ist es wichtig, Pausen zu machen. Eure Augen ermüden, die sind nicht mehr wach, die sind nicht mehr fit, wenn sie schon seit ein paar Stunden am Computer sitzen. Und wenn ihr dann, so ist es bei mir zumindest, wenn ich manchmal so ein paar Stunden später dann nochmal ein Video anschaue, merke ich auf einmal, oh, das hätte ich ja ganz anders gemacht oder die Farbe, das ist ja viel zu gelbstichig. Deshalb ist es wichtig, dass ihr Pausen macht und dann mit einer neuen, frischen Energie und mit frischen Augen an euren Videoschnitt wieder hingeht und dann Dinge wahrnimmt, die ihr so vorher, weil ihr so lange dran saßt, gar nicht wahrgenommen habt.
Eine weitere Sache, die da auch mit reinfließt, lasst das Ganze nicht auf euch beruhen. Denkt nicht, das, was ich mache, ist gut, sondern zeigt euren fertigen Clip oder euer fertiges Video Freunden, Familienmitgliedern, Freunden und fragt einfach nach Feedback. Das ist auch wichtig, dass ihr euch nicht nur auf euer Egoismus verlasst und sagt, hey, ich kann gute Filme machen, sondern holt euch Feedback ein. Kommen wir zur letzten Regel, Regel Nummer 6. Regeln sind da, um sie zu brechen. Das heißt, das hebt jetzt alle meine vorigen Regeln eigentlich auf. Nein, es ist wichtig, die Regeln zu kennen und wenn man die Regeln kennt, dann kann man sie brechen. Und deshalb will ich euch ermutigen, nehmt alles nicht so ernst oder wenn ihr eine Idee habt oder eine Vorstellung und es entspricht nicht einer Regel oder einer Norm, dann probiert es trotzdem aus, denn manchmal kann man, wenn man die Regel bricht, ganz neue Dinge erreichen, einzigartige Dinge erreichen und sich ganz wichtig auch von den anderen abheben. Nur dadurch, dass Regeln gebrochen wurden, dass Leute was anderes oder was Neues ausprobiert haben, ist auch Neues entstanden. Deshalb, Regeln sind da, um sie zu brechen. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr noch Regeln habt fürs Videoschneiden oder irgendwie was anderes, das ihr mir gerne sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Hier links geht's wie immer zu zwei weiteren spannenden Videos. Einfach draufklicken, dazulernen. Hier unten Hier unten dürft ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Werdet Teil der Community, der Filmemacher-Community. Schaut auch mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Das sind weitere coole Bilder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.